Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind jetzt bei Folge 59. Wie ihr seht, habe ich es auch hinbekommen mit dem Login. So nach 10 Minuten konnten sie wieder einloggen. Von daher kein Problem. Da sind wir auch wieder schon dabei. Und killen fleißig weiter. Doofen Drachen, den ich gar nicht töten wollen, beziehungsweise nicht brauchen. Naja, kennt das ja. Das Totem. Ach ne, schon gut. So, die müssen wir wieder gebrauchen. Ohne den werden es dann zwei. Beziehungsweise mit denen werden es dann zwei. Vorne noch eins. Ja, und ich habe gerade so ziemlich wenig Platz. Ich habe mir mittlerweile auch ein Chat-and-on geholt. Das Gute heißt Prat. Das ist etwas angenehmer. Da kann ich direkt draufklicken. Zum Beispiel hier. 4 und kann dann direkt nach Gruppe suchen oder so, wenn ich das will. Das ist wesentlich netter. Und ich habe einen Addon geholt, damit ich direkt sehe, was grün ist in der Tasche. Auch ziemlich praktisch. Also hat man den Überblick ein bisschen und man sieht ein bisschen cooler aus. Nur ein bisschen. Aber wie das gerade heißt, weiß ich nicht. Ich muss irgendwann mal die Add-on-Liste in der Dings aktualisieren. So, das haben wir auch. Sehr gut. Ich habe schon. Oh ja, wir hatten schon einige Quests fertig, sehe ich. Ja, richtig fleißig. Mann, Mann, Mann. Ja, das lobe ich mir. Ah, wir haben ja auch einen Tiger. Hab letztens nochmal einen kleineren gespielt. Kein Tier dabei. Dann gewöhnt man sich das direkt ab. Wir haben alles. Und wir müssten theoretisch, wenn wir jetzt eine Quest abgeben, Level Up haben, weil wir haben schon 59% und dann sind wir Level 42. Sehr ja super. Das sage ich auch immer. Na okay, am Platz frei. Und ich habe ein Add-on geholt, wo ich direkt sehe, wie viel irgendwas für ich was bekomme. Aber das nehme ich auf jeden Fall mit. So, das sieht schon besser aus. Hier. Uiuiui. Oh, 12 Beweglichkeit, das ist cool. Weil wir ja auch jetzt schwere Rüstung tragen können. Aber wie gesagt, das ist hier, ist es noch ziemlich egal. Schwere Rüstung tragen oder Leder oder Stoff. Hauptsache die Stats stimmen. Verkaufen. Können wir hier praktischerweise. Das funktioniert nicht. Das ist ja, gut, praktischerweise können wir dann hier auch direkt Post verschicken. Okay, so. No, erstmal Post fertig machen.
Noch einiges. Gehen sehe ich so. Platz. Also, das ist, das kann man noch verkaufen. Seelen gebunden. Gut. Nein, das war eigentlich nicht die Idee, aber gut. Ein Terramor können wir auch verschaffen. Okay. Hier noch alles. Nehmen wir uns den dritten Punkt Raserei mit. Was toll auch ist hier, man kann so viele. Sag schnell, so viele Rollen benutzen, die Rollbeweglichkeit, Stärke sind nicht gesehen, wie man möchte. Das finde ich cool. Das ist, das ist richtig cool. Hier wird mir was angezeigt, aber ich sehe nichts. Okay, der hat sich im Boden versteckt. Warum sieht man nichts? Gut, Pfeile haben wir nur 600. Das dürfte noch reichen. Ach. Geht's jetzt, Herr Aslan? Hier ist ein neues Begleiter, ist Stunde 3. Gehorsam. Gut. Sticke, nein. Denn da erbeutet. Okay, in der Höhle oder so ist. Mal gucken. Gut, da sieht man nichts, aber ich glaube, da ist eine Höhle. Mal gucken. Irgendwo hier oben drauf ist was. Nein, da ist die Höhle. Ja, könnte halt schwören, dass das, eigentlich mein Lied waren. Oder ich vertue mich mit irgendwelchen. Kann auch sein. Kann auch sein. Aber gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass man die häuten kann. So, mal gucken. Ich will mal versuchen, die Fahne auf den anzuwenden, ob die Fahne da reinsteckt. Benutzt die Eingang ohne Xenosort. Okay. Wir müssen Essenz erbeuten. Okay, steht auch drauf mit dem Accessort. Ja, man lesen kann, ist kein Vorteil. Von wem droppt das denn hier? Ist
Okay, da müssen wir. Jetzt tot ist, verwenden wir mal das Totem, ob das funktioniert. Allerdings können wir die ja nicht halten. Aber diesen komischen, das komische Banner von dem haben wir jetzt auch. Muss man ja mal wissen. Auch nicht schlecht. Danach irgendwo muss auch. Hier ist auch ein Noxias Hort, genau. Ich würde sagen, das ist ja auch hier irgendwo in der Nähe. Und als dann zu 80 das wiederkam, war das auch eine ziemlich belebte Ort. Vielleicht schaffen wir es ja mal und gehen mal dann in Noxias Hort rein und könnt ihr euch das auch mal angucken, wie es damals quasi war. Weil ich lustig finde, dass ein ganzes Ding in so ein Totem reinpasst. Na ja, gut, das Lederstück passt auch in der Tasche rein. Daher, kein Problem. Passt es auch in den Totem rein. Letztens auch in Erinnerung gesehen. Boah, wie hieß das? Da kam dann Blutspritzer an den Bildschirm. Das fand ich aber ein bisschen fies. Aber jedem das seine, ne? So, 5. Was gucken. Na ja, gut. Und nur gucken, ob Aspekte Viper. Ich letztens einen Jäger mit rumflitzen sehen. Ob man den skillen muss, aber den bekommt man anscheinend. Das ist gut. Ich glaube, wir müssen auch mal zum Lehrer das Ledern weiterlernen. Ich glaube, darum kommen auch keine Punkte mehr. Fertigkeiten. Ja. Nein, das ist falsch. Küchenrei 225. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Weil sonst können wir nämlich bald keins mehr abbauen. Beziehungsweise keins mehr Kirschen. Das wäre ja doof, sag ich mal. Eine ganze Population ausgelöscht. Kann nicht sein, dass sie nur ein Stück oder so rumließen. Da. Jetzt haben wir. Antinken gehen. Guck
gucken. Oh, ich muss dann bekommen. 205. Das kann man dann noch nicht lernen. Das müssten wir dann später, wenn wir dann wieder ein bisschen hochgeskillt haben. Da ist unsere Nummer 10. Okay, wenn man kein Ziel hat, kann man auch nicht schießen. Regel Nummer 1. Jetzt haben wir noch 499. Das auch geschafft. Sehr gut. Sagen. Flitzen wir mal das abgeben. Dann noch flitzen wir zu Nyxias Hort. Ja, läuft bei uns. Ja, gut. Was ich wirklich gut finde, dass ich die ganzen Krokodile da sehe. Schon wieder 49% vom Level. Sehr schön. Ja, 74% vom Level. Das geht auch gut. Das geht auch gut. Jetzt müssen wir genau ein Nyxias Hort Ding dran heften. Und das auch. Schön. Und danach können wir, glaube ich, in Terramo noch ein paar abgeben gehen. Sehr gut. Und danach weiß ich nicht, wo wir hingehen. Ob wir dann noch hier ein bisschen bleiben oder ob wir dann nach Tanaris oder so marschieren. Aber vorher würde ich sagen, gehen wir erstmal unsere Berufe weiter ausbauen. Wow. Das müsste theoretisch 43 sein, wenn wir das alles gemacht haben, was wir so noch vorhaben. Nyxias Hort. So. Ja, man kann auch nicht alleine rein, stimmt. Geht es rund hier. Das ist ein Teil der damals Onyxia Questreihe ist? Ne, ist es nicht. Verlooten oder kann man nix? Hm. Ne, haben wir nicht wirklich viel mehr IP oder so bekommen. Und wir haben so ausladende Eingänge oft den Nachteil, dass man abgemountet wird. Und jetzt gehen wir mal die Quest ab, dann ist auch schon die Folge wieder zu Ende. Manche sehen ja richtig gefährlich aus, ne? Die finde ich auch noch cool als Rasse für WoW. Wahrscheinlich müssen die ein bisschen überarbeiten, damit die aufs Pony passen oder so.
Zumindest nachher auf Flugmodus, weil ich glaube, das sieht ja ziemlich komisch aus, wenn die auf dem Flugmodus essen. Könnte ich mir jetzt komisch vorstellen. Leckeres, schön. So, was ist jetzt wirklich passiert, seht ihr in der nächsten Folge, damit die Spannung bleibt. Wünsche ich euch einen schönen Nachmittag oder schönen Abend, whatever. Wir sehen uns in der nächsten Folge Nummer 60. Auf Wiedersehen.